Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Krüger, wie fatal die Landwirtschaftspolitik in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Deutschland für unsere Heimat ist, wird schon dadurch deutlich, dass die bäuerlichen Betriebe oder die Anzahl der bäuerlichen Betriebe sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Deutschland seit Jahrzehnten dramatisch zurückgeht. Die Ursache liegt an den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die den Bauern mittlerweile die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes betriebswirtschaftlich gar nicht mehr ermöglicht. Das sind die Rahmenbedingungen, die Sie den Bauern hier im Land geben. Überall im Land regt sich breiter Protest gegen geplante oder schon bestehende Tierfabrikanlagen. Anlagen, in denen zumeist zigtausende Tiere zusammengepfercht werden. Manch einer nennt diese Anlagen auch Tier-KZs. In Punkt 15 unseres Aktionsprogramms zur letzten Landtagswahl haben wir Nationalen folgende Aussage getroffen, Zitat: Die deutsche Landwirtschaft muss wieder den Stellenwert eines zentralen Wirtschaftszweiges erhalten. Dabei gilt es, mit landwirtschaftlichen Produkten eine weitgehend nationale Eigenversorgung anzustreben. Bei der Produktion sind bestmögliche ökologische Herstellungsbedingungen zu beachten. Der deutsche Bauernstand ist in wirtschaftlicher, volksbiologischer und kultureller Hinsicht von größter Bedeutung, woraus sich eine Schutzpflicht des Staates ergibt. Zitat Ende. Diese Forderung schließt eigentlich die gegenwärtigen Zustände und die Ausmaße der industriellen Tierhaltung mit all ihren Verwerfungen und ihren Fütterungsmethoden von vornherein heraus. Trotzdem sind wir im gleichen Punkt 15 noch einmal speziell auf die Massentierhaltung eingegangen. Ich zitierte dieses ja gestern schon an dieser Stelle. Zitat: Der Massentierhaltung, die ohnehin Gefahren wie Pandemien, Überdüngung und medikamentöses Doping in sich birgt, gilt es Einhalt zu gebieten. Wir verlangen artgerechte Tierhaltung, die Unterstützung für den Bau von Tierfabriken, die zudem kaum Arbeitskräfte binden, und die Attraktivität ländlichen Lebens durch Transporte, Gestank und Emissionen mindern, ist unverzüglich einzustellen. Zitat Ende. Diesen Aussagen aus unserem Aktionsprogramm sind sowohl in den letzten als auch in der gegenwärtigen Landtagsperiode viele Beispiele praktischer Umsetzung vorausgegangen bzw. gefolgt. In einer ganzen Reihe von Anträgen, Anfragen, Druckschriften und Redebeiträgen ist immer wieder von uns gegen die in unserem Bundesland weit verbreitete industrielle Landwirtschaft im Allgemeinen und insbesondere gegen die Massentierhaltung vorgegangen worden. Die Liste unserer Initiativen für den Verbraucherschutz und für bessere natürliche Lebensmittel ohne Gifte sowie gegen den heimischen Anbau von genmanipulierten Nahrungs- und Futtermitteln sowie deren Import und für einen heimischen, möglichst biologischen Anbau derselben ist lang. Die Anträge anderer Parteien dazu werden von uns darüber hinaus unterstützt. Immer wieder haben wir Stellung gegen die gegenwärtigen industriellen Zustände und für eine bäuerliche, ökologische Landwirtschaft bezogen. Wir forderten und wir fordern daher die Rückbesinnung auf eine natürliche Landwirtschaftsstruktur, in der viele kleine und mittelständische Landwirtschaftsbetriebe, die mit einer größeren Artenvielfalt auf dem Acker und im Stall gesunde Lebensmittel herstellen, die diesen Namen auch verdienen, tätig sind. Dass dazu wesentlich mehr Arbeitskräfte gebraucht werden, war und ist uns bewusst und von uns auch so gewollt. Denn diese Arbeitskräfte siedeln mit ihren Familien auf dem Lande und nicht in der Stadt. Uns war und ist vollkommen klar, dass damit auch höhere Endverbraucherpreise verbunden sind. Aber auch dieses war und ist von uns gewollt. Wir strebten und wir streben eine bedarfsdeckende Volkswirtschaft an und nicht die Befriedigung des Weltmarktes. Unsere nationale Landwirtschaftspolitik basiert nicht auf die Exportorientierung in Richtung Afrika, Asien oder Amerika. Und wenn gerechte Löhne gezahlt werden, darf für das Fleisch auf dem heimischen Markt selbstverständlich auch ein angemessener Preis verlangt werden. Wenn dann insgesamt zudem weniger Fleisch konsumiert wird, kommt das der Volksgesundheit und somit auch dem gesamten Gesundheitswesen zugute. Es bestand und besteht keine Notwendigkeit, dass der deutsche Konsument sich an der Fleischtheke nur die besten Stückchen aussucht und die Reste in die dritte Welt verramscht werden.
Ich betonte es schon häufiger an dieser Stelle und ich werde es jetzt auch nochmal tun. Die Preise für EU-Hühnchenreste in Afrika liegen teilweise unter der Hälfte des Preises, für den der afrikanische Bauer herstellen kann. Mit unseren Fleischresten wird ihm die Arbeitsgrundlage entzogen und er wird in Teilen dahin auswandern, wo er bessere Lebensverhältnisse vermutet und meist auch vorfindet. Und dazu gehört nun einmal auch die Europäische Union und vor allem auch Deutschland. Auch der Verzicht auf überflüssigen Export kann ein Beitrag zur Entwicklungshilfe und zur Hilfe vor Ort sein. Wir verlangten und wir verlangen artgerechte Tierhaltung in bäuerlichen Betrieben und nicht die Massenproduktion in Fabriken. Für uns Nationalen ist dieses eine grundsätzliche Frage und somit auch eine moralische und ethische Frage, eine Frage des Prinzips. Unser Handeln steht auf der Grundlage ökonomischer wie ökologischer Vernunft und bedeutet für uns, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und zu erhalten, kurze Transportwege, Unabhängigkeit vom Ausland, gesunde Erhaltung unseres Heimatbodens, den wir nicht selber besitzen, sondern nur von unseren Ahnen zur Weitergabe an unsere Enkel anvertraut bekamen, Stärkung der kleinen und mittelständischen Unternehmen und das Vertrauen in die heimischen Produkte. Wir von der NPD unterstützen alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine tierschutzgerechte, umweltschonende und flächengebundene Tierhaltung in Mecklenburg-Vorpommern durchzusetzen und umzusetzen und stimmen deshalb dem Antrag zu.